Ich finde das richtig, richtig schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht das mal wieder unschwer zu erkennen auf ein Vorher-Nachher hinaus. Und zwar mit Produkten habe ich mich geschminkt, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann und die vor allen Dingen auch keine Gebrauchsanweisung brauchen, weil es ist egal, wie du es aufträgst, es wird einfach funktionieren. Und das finde ich toll für alle Einsteiger, die jetzt sagen, jetzt möchte ich mich gerne schminken und brauche nicht so eine komplizierten Oberprodukte, sondern ich will das einfach schnell und unkompliziert und das soll halten. Punkt. Das machen wir. Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich das richtig schön finden, wenn du das jetzt machst. Denn so kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und dass du vielleicht ein bisschen mehr sehen möchtest von der Dame aus Kiel. So ist es. Kostet auch nichts. Ist kostenlos. Auf geht's. Wie immer, womit ich eigentlich immer durchstarte, ist, dass ich sage bei jedem Video, bevor ich mich schminke, eine schöne Hautpflege habe ich bereits gemacht. Weil das Ganze möchte natürlich gerne so ein bisschen einziehen in die Haut. Und im Regelfall, wenn du Zeit hast, Viertelstunde ist Minimum. Versorge einfach deine Haut gut mit Feuchtigkeit, dass die so gut versorgt ist, dass die prall aussieht, dass die, ne, sagst du, okay, gut, jetzt kann das weitergehen. Ist wie beim Malen auch, sage ich ja mal ganz gerne, hört sich immer bescheuert an, aber es ist ja wirklich so, wenn du Farbrolle ansetzt, dann muss der Untergrund darunter schon ein bisschen passen, weil dann hält die Farbe einfach besser. Das ist ein blöder Vergleich, ganz einfach, aber es ist ganz einfach so. So, jetzt würde man normalerweise sagen, so, da brauche ich jetzt aber einen Primer, damit die Foundation auch richtig lange hält. Und da sage ich immer gleich, nein. Primer ist immer so ein bisschen optional. Also man muss den nicht nehmen, man kann den aber nehmen. Ich bin der Meinung, dass das immer so eine tolle Erfindung ist von den, sag ich mal, Kosmetikfirmen, die immer sagen, also wenn du da drauf machst, dann hält das hier richtig lange. Sag ich jetzt einfach mal nein, das ist nicht so, sondern eine schöne Hautpflege unten drunter, die erledigt eigentlich den gleichen Job, weil im Grunde genommen ist ein Primer nichts anderes als eine schöne, feuchtigkeitsspendende Hautpflege. Also ich lasse es meistens weg. Ich probiere natürlich immer gerne Primer aus, aber über die Jahre habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich eine schöne Hautpflege habe, dann ist das völlig unerheblich und verlängert auch nicht die Haltbarkeit meiner Foundation über den Tag. Ich habe immer oft gemacht, eine Seite mit, eine Seite ohne oder mal ganz ohne oder mal ganz mit. Das war von der Haltbarkeit völlig Banane, ob der jetzt darunter war oder nicht. Dann geht es für mich eigentlich gleich los mit der Foundation. Und bevor wir jetzt loslegen, einfach mal so ein paar grundlegende Dinge, die ich auch immer wieder gefragt werde. Zum Beispiel, welche Foundation soll ich nehmen? Gut, es kommt natürlich darauf an, was du vorhast. Möchtest du Glow? Möchtest du matt aussehen? Möchtest du richtig viel abdecken? Hast du ein Feuermal im Gesicht? Hast du, was weiß ich, was du abdecken wirst? Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was man gerne möchte. Und ich habe eigentlich heute hier nur so vor, ich möchte gerne meine Pigmentflecken, meine Rötung so ein bisschen so eigentlich nur etwas abdecken, dass das alles so ein bisschen gleichmäßiger ist. Dafür benötige ich keine komplett deckende Foundation, sondern da nehme ich so ein ganz leichtes Teil hier von L'Oreal. Und zwar ist das die Nude Foundation. Wie gesagt, das ist die Perfect Match Nude Foundation. Aufpolsterndes, getöntes Serum. 1% Hyaluronsäure und ich habe den Farbton 3 bis 4, hell bis mittel. Hinten steht nochmal drauf, die Kraft des Hyaluronserums jetzt in einer getönten Formel. Sofort ebenmäßiger Ton, natürlich strahlendes Finish, 1% pure Hyaluronsäure für geballte Feuchtigkeit. Nach 6 Wochen aufpolsternde Haut, gut, okay, gemilderte Trockenheitsfältchen, gut, das will ich mal so nicht unterschreiben. Aber hier steht nochmal extra drauf, auch für empfindliche Haut geeignet, nicht chromogen, das heißt, es setzt sich nicht ab in deine Poren, was viele ja mal meinen, davon kriege ich Unreinheiten, das tut es hier nicht. Und das Ganze ist dermatologisch getestet und bitte vor dem Gebrauch schütteln.
Finde ich eine richtig schöne Wahl, wenn ich so jetzt sage, ich habe noch etwas Sommerbräune, wo ich so ein bisschen mit Selbstbräunen noch ein bisschen nachgeholfen habe, damit ich nicht ganz so kalkig aussehe. Aber das hier ist, wie gesagt, nicht komplett deckend. Das machen wir jetzt auch einfach mal drauf. Und zwar auf eine Seite hier. Liegt preislich immer so bei 10 bis 12 € in der Drogerie. Ja. Man kann das mit einem Pinsel auftragen, man kann das mit den Händen auftragen. Das ist jedem selbst überlassen. Und es ist immer die Frage, brauchst du wirklich eine Foundation im ganzen Gesicht? Manchmal mache ich das wirklich so, dass ich einfach nur mit einem Beauty Blender, weil ihr seht das auch, glaube ich, schon, du siehst kaum, dass das hier drauf ist. Das sieht man kaum. Brauche ich das wirklich im ganzen Gesicht? Muss ich die Foundation überall hinsetzen? Also wenn du den perfekten Farbton hast, kannst du auch wirklich zum Beispiel das jetzt hier komplett auslassen? Ich kann die Halsregion komplett auslassen. Es gleicht einfach nur so ein bisschen meine Rötung und Pigmentflecken einfach so ein bisschen aus. Und ihr seht, das ist der perfekte Farbton für mich. Also, oh Gott, ne, moin, Prost. Die haben eine tolle Farbrange von L'Oréal und es sind immer so zwischen zwei Farbtönen springt das hin und her. Und da würde ich auf jeden Fall mal schauen, weil natürlicher geht das hier nicht. Selbst finde ich, für Anfänger ist das super gut geeignet, weil es hier wirklich schwer ist, selbst wenn du noch so viel Produkt bist und nochmal hier rüber gehst und sagst, ich möchte das hier aber abgedeckt haben. Du wirst es nicht hinkriegen, dass das mit dieser Foundation, dass das cakey wird. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, das wirst du nicht schaffen. Es sei denn, du haust dir jetzt die ganze Pulle darauf, dann müssen wir nicht drüber reden, ne? Ich habe das jetzt auf beide Gesichtshälften drauf gemacht. Ich finde das ein unheimlich schönes Produkt von L'Oréal, wo ich mich immer drauf verlassen kann, das nicht angeklatscht aussieht. Ich habe jetzt auch komplett den Augenbereich alles komplett ausgelassen, weil das so perfekt wirklich zu meinem Hautton passt. Also schau da auf jeden Fall mal nach, wenn du was Zuverlässiges haben möchtest, sage ich ganz einfach, einmal aufgetragen, egal wie, mit dem Pinsel, mit den Händen, mit dem Schwämmchen oder wie auch immer. Es sieht einfach gut aus und das ist super für Anfänger geeignet. Finde ich ein grandioses Produkt und nutze ich schon so, so lange. Und ich finde es immer wieder gut. Theoretisch müsste ich das Ganze jetzt nicht irgendwie mit Puder noch fixieren. Mache ich aber lieber, weil sie hat ja halt nicht so eine mega große Deckkraft. Ich möchte das gerne ein klein bisschen verstärken, weil, okay, wer sagt, so ist es für mich in Ordnung, das lasse ich so, dann ist das okay. Ich nehme einfach nochmal, und zwar auch von L'Oréal, diese Infallible Fresh Wear Puder Foundation. Ja, Hitzepan ist hier angesagt. Man sieht hier schon, ne, wird öfters gebraucht. Dann nehme ich mir einfach so einen ganz fluffeligen Pinsel, gehe hier richtig schön rein, klopfe mir das richtig rein in den Pinsel und dann nehme ich erstmal meinen Pony weg und dann gehe ich hier wirklich so ganz fein einmal drüber. Ganz, ganz fein. Es ist ein minimaler Unterschied. Wirklich ein minimaler Unterschied zu vorher. Das sehe ich jetzt, glaube ich, ganz einfach nur. Aber die Deckkraft ist so ein klein bisschen erhöht. Und ich habe das Ganze gleich so ein bisschen abgepudert. Also ich gehe dann wirklich nicht so partiell darüber, sondern wirklich einmal so drüber. Und ich schwöre dir, du hast den ganzen Tag und oder den ganzen Abend oder whatever oder wann du es auch trägst, hast du einfach deine Ruhe und musst dich da nicht drum kümmern. Musst dich da nicht drum kümmern. Das ist für mich die perfekte Base für lange Tage und Abende. Punkt. Ja, da ich ja schon wieder Alpina, ne, raumweiß so im Gesicht bin, also das ist schon, ich bin schon blass, ne? Gut, jetzt sind hier auch die Leuchten an, da ist man noch ein Tickchen blasser. Und wir bleiben hier bei L'Oréal und bleiben bei Hitzepan, weil das einfach Produkte sind, die ich einfach oft nutze. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich bleibe auch tatsächlich als faule Pinselwäscherin hier einfach bei dem Pinsel, weil ich bin der Meinung, dass ich schon ein bisschen Gesichtsfarbe gebrauchen könnte. Kontur möchte ich heute gar nicht machen, das ist völlig in Ordnung, sondern ich gehe einfach in diesen wunderschönen Bronzer rein und fange hier oben an, also Pinsel immer schön hinten anfassen und ganz zart drüber gehen, weil der hat eine richtig gute Farbabgabe. Ich möchte einfach ein bisschen Farbe in mein Gesicht zaubern.
die Bräune, die ich ganz einfach nicht mehr habe. Und ich arbeite mich da wirklich so mit ganz lockerer Hand vor. Ich möchte keinen Streifen, ich möchte keinen Balken vom Konturieren, sondern ich möchte ganz einfach nur, dass die Mutti ein bisschen schöne Gesichtsfarbe hat und nicht mehr aussieht wie Naturjoghurt, Frischkäse oder alpiner Raumweiß. Und wenn du dich jetzt gerade so fragst, mein Gott, ne, so oft wie die hier mit dem dunklen Bronzer rübergeht, da hättest du doch gleich eine dunkle Foundation nehmen können. Nee, eben nicht. Weil ich gerne in diesem Bereich hier, möchte ich das gerne einfach ein bisschen heller haben. Und wenn ich eine dunkle Foundation nehme, dann muss ich hier ganz einfach am Hals runtergehen. Und wenn ich mal so einen schönen Zwirn hier trage oder einen schönen weißen Pullover, verstehst du jetzt, warum ich das nicht mache. Ne, ich gehe auch mit dem Bronzer hier nicht runter, muss das hier angleichen. Sondern ich gehe so ganz leicht hier drüber, möchte nur den Anschein erwecken, als wäre ich ein bisschen braun. Und immer bitte die Öhrchen nicht vergessen. Guck mal, ich muss unbedingt zum Friseur, ne? Meine Öhrchen sind schon richtig gut bedeckt hier. Dennoch immer schön ein bisschen mit dem Bronzer rangehen, weil nützt nichts, wenn du so weiße Löffel hast, ne? Dafür hier braun, hier weiße Löffel, blöd. Hält den ganzen Abend. So, ein bisschen, sage ich mal, Blush darf jetzt auch nicht fehlen. Das ist so ein bisschen, das ist auch von L'Oreal, ne? Das ist von L'Oreal, das ist das Blush of Paradise. Das hat keine Farbnummer und das sieht total zerranzt aus. Das ist es auch, weil folgendes Problem. Bei manchen Produkten ist das ganz einfach so. Wenn du so wie ich so eine faule Pinselwäscherin bist und du nimmst dann so oft den Pinsel hier, machst ihn nicht ganz so oft sauber und gehst dann erst in den Bronzer, dann gehst du in deine Schnutte, dann gehst du da rein, nimmst den Pinsel noch mit, gehst du heute Abend nochmal rein. Und irgendwann ist es so, dass die Oberfläche so voll mit deinem Hautfett jetzt wirklich ist, das ist wirklich so, oder du oft auch mit den Fingern reingehst, ne, dass du das Fingerfett hast, dass sich einfach eine Schicht hier oben drüber bildet und der keine Farbabgabe mehr hat. Und dann denkt man manchmal, ja, das ist ja blöd, das ist ja ausgetrocknet und das ist jetzt Quatsch, das muss jetzt weg. Nein, ist es nicht. Du gehst da einfach, obwohl es manchmal wehtut, ne, mit einem Löffel oder mit einem Teelöffel oder mit irgendwas kratzt du einmal so ein bisschen die Oberfläche hier an und schwuppdiwupp nehme ich wieder einen schiedigen Pinsel und gehe wieder da rein und möchte gerne ein bisschen Blush hier noch auftragen. Aber das habe ich schon ganz, ganz oft gehabt bei Produkten und denke so, ist das jetzt eingetrocknet oder was? Ne? Sieht ein bisschen kacke aus, ne? Aber so kannst du es nochmal weiter benutzen. Blush mache ich nur so ein ganz, 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 ganz bisschen hier. Das ist auch so ein Old Days. Auch wenn du nicht geschminkt bist, das haust du dir rauf und du siehst immer frisch und locker und frei aus. Also mag ich unheimlich gerne. Könnt ihr auch, glaube ich, sehen. Das ist so ein ganz so... Guck mal hier. So sieht das aus hier. Ich mache hier auch nochmal so ein bisschen drauf. Mit den Fingern kann man das auch wunderbar machen. Also das sind auch so völlig... Ich liebe ja so Produkte, ne? Die völlig flexibel sind. Als wenn man sagt, nee, du musst das Produkt auch so und so aufgeben, sonst funktioniert das nicht. Nee, Quatsch. Ein Produkt muss funktionieren. Das ist egal, ob ich das mit den Füßen rauf mache oder was weiß ich. Es ist egal. Es muss einfach funktionieren. Und das ist dann egal, wie ich das anwende. Und wenn ich mit einem Teelöffel das hier rauf mache, das hat bei mir zu funktionieren. Und das ist einfach so ein Produkt auch von L'Oreal quer durch die Bank. Da habe ich nicht ein Produkt, wo ich sagte, das ist Murks. So, dann widme ich mich mal meinen Augenbrauen. Ich lasse nebenbei mal ein bisschen was laufen, während ich mir den hier nicht mit L'Oreal male, sondern mit Trended Up. Die sind ganz klassiko zum Anspitzen. Diese Stifte, die finde ich richtig cool, richtig gut, mag ich richtig gerne. Es gibt auch von L'Oreal richtig tolle Augenbrauenstifte. Also mit allem Pipapo, was du gerne möchtest oder auch nicht. Und alle Farben und was weiß ich, ne? Aber schlicht und ergreifend kommt bei mir dann einfach der Geizknochenalarm durch, weil mir die einfach zu teuer sind. Und im Grunde genommen machen sie ja nichts anderes wie die auch. Der ist sogar wasch- und wisserfest. Max, jetzt wieder was fürs Wörterbuch, ne? Der ist wisch- und wasserfest hier und der kostet 3 Euro, glaube ich, muss ich liegen, 3 Euro etwas. Und also mir langt das. Brauche ich jetzt nicht unbedingt von L'Oreal, obwohl die toll sind, habe ich auch schon mal ausprobiert. Die sind toll, keine Frage, ne? Aber da denke ich dann immer, nein,
Die tun das genauso hier, finde ich genauso klasse. Augenbrauen einmal kurz gemacht. Und dann geht es für mich ran an die Äuglein. Also die Base ist für mich soweit jetzt fertig. Das auch so sieht es gut aus. Du könntest jetzt Mascara drauf machen, so ein bisschen was unter den Augen. Und dann gibt es auch Tage, wo ich es einfach nur so mache. Ist für mich völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wir kommen jetzt zu den Äuglein, zu der Haltbarkeit. Ich werde tatsächlich heute nur zwei Sorten nehmen, was ich mir so aufs Auge rauf mache, so lidschattentechnisch. Und ich mache das immer alles ohne, also ich mache es ohne Lidschattenprimer. Man kann das nehmen, optional hält es auf jeden Fall länger. Nicht so wie beim Primer, wo ich sage, brauche ich nicht. Wenn ich einen langen Tag habe, rede vernünftig, finde ich es schon sinnvoll, wenn man einen Primer nutzt. Besonders wenn es gibt viele, die mir sagen, Mensch, der Lidschatten hält bei mir immer nicht, weil auf den Augenlidern, also hier auf den Deckeln, da schwitze ich immer so. Da schwitze ich so und dann ist der Lidschatten nach einer Stunde, ade, ciao, Kakao, auf Wiedersehen. Und was kann man denn da machen? Gut, man kann es natürlich abpudern. Ein schönes Puder nehmen, Make-up-Coach wird auch sehr viel genommen. Ich möchte aber gar nicht so großartig jetzt mit Puder hier noch machen. Nimm einen Lidschattenprimer und dann sehen wir jetzt gleich mal weiter, was ich da jetzt so mache. Finde ich auch immer eine tolle Variante, wenn das ganz einfach halten soll. Welchen Lidschattenprimer du nimmst, das gibt ja von 2 Euro bis 20 Euro. Dann ist völlig Wurst, völlig Banane, weil eigentlich machen sie alle das Gleiche. Und deshalb habe ich jetzt hier einen, weil ich das halt so selten nutze, von Trend It Up ein. Und der ist auch richtig klasse. Der ist nicht nur als Primer klasse, sondern du kannst das auch hier so als kleines Tübchen hier auf dem Tisch, so als, ne, Grundstück oder hier als Fahrbahnrandbegrenzung kannst du nochmal hier hinlegen. Finde ich total klasse. Also das ist auch jedem selbst überlassen, wie viel Geld er da für diese Sache investieren möchte. Ich habe da jetzt einfach mal ein bisschen Lidschattenprimer drauf gemacht, habe das schön eingearbeitet. Dann kann das jetzt schon oder ist schon ein bisschen angetrocknet. Und ich bleibe jetzt einfach hier bei diesem Bronzer. Jetzt wisst ihr auch, warum da in der Mitte so ein dickes Loch drin ist. Weil ich immer gerne mit so einem kleinen Pinsel hier reingehe. Wenn ich sage, Mensch, ich hätte gerne einen Look, der lange hält und der irgendwie auch so ein bisschen nett aussieht, gehe ich einfach in diesen Bronzer hier rein, weil ich finde das immer irgendwie schön, wenn sich so alle Farbtöne so ein bisschen auf dem Gesicht wieder treffen. Und der hier dunkelt zwar jetzt nicht so mega nach, aber das finde ich irgendwie, betont es einfach noch so ein bisschen den Blick hier, kaschiert so ein kleines bisschen die Schlüpfis. Du kannst auch das ganze Augenlid meinetwegen machen, kannst du auch machen und hast damit jetzt ganz einfach deinen Lidschattenprimer fixiert. Wie hoch du das machst hier, das ist jedem selbst überlassen. Das ist wirklich nur so ein Hauch. Man könnte noch mehr machen und sagen, komm, das Gehänge hier, das müssen wir doch ein bisschen anders machen mit einem dunkleren Lidschatten. Kann man machen, aber es gibt für mich so Tage, da mache ich das einfach nicht, da will ich das einfach nicht und dann mache ich das auch nicht. Und dann stehe ich zu meinen Schlupflidern. Es ist so, ich bin Mitte 50, das darf auch gerne mal ein bisschen rutschen. Mal mehr, mal weniger. Ich habe hier tatsächlich in der Schublade noch stehen gehabt, einen kleinen Creme-Lidschatten von Age Perfect. Da bin ich auch richtig traurig drüber, dass sie das rausgenommen haben aus der Apotheke, wollte ich schon sagen, aus der Drogerie. Da finde ich richtig bescheuert, weil ich habe das richtig gerne genutzt und gekauft, auch so die BB-Cream und so weiter. Ich meine, du wirst das jetzt online noch kriegen und so weiter. Und den hier, den finde ich so richtig mega. Wie ich den das allererste Mal aufgetragen hatte, dachte ich, oh ja. Oh, das ist ja viel zu viel. Hier so wunderbar wirklich mit einem kleinen Pinsel auftragen und dann ganz einfach mit dem Ringfinger einfach so ein bisschen, so weit man hier hoch möchte, einfach ein bisschen verteilen. Ich finde, das öffnet nochmal so ein bisschen das Auge. Wer das mag, kann sich das auch super gerne unter die Augenbrauen machen. Ich finde das so ein ganz kleines Teil oder so eine ganz kleine Tat irgendwie und das lässt einen aber so ein bisschen wacher aussehen. Man kann das auch an den Lippen nachher noch machen und so. Wo man einfach möchte, finde ich richtig cool. Finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt in der Drogerie. Weil das habe ich immer sehr geliebt, Age Perfect Produkte. Aber gut, man kann eben nicht alles haben. Das ist ganz einfach so. Was man aber haben kann, ist schöne lange Wimpern und auch hier von L'Oreal die Telescopic Lift. Erst fand ich die nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, Alter, so viel Geld, aber
wie die sich so eingetuscht hat, also jetzt eigentlich, wo sie fast leer ist, ne, da finde ich die richtig spitzenmäßig. Sonst hatte ich ja immer so die ich sage immer Pandora, ne, die Panorama, die war ja immer mein Platz 1. Die rückt jetzt wirklich so ein bisschen nach. Also es ist eindeutig Platz 2 meiner liebsten Mascaren. Dann kommt Avon für mich, die liebe ich auch sehr. Die haben so richtig so ein paar feine Sahneschnittchen. Mag ich gerne. Ich finde bei der hier schön, ich glaube, ihr könnt das auch sehen, die macht eine unglaubliche Länge. Also ich habe ja echt nicht viele oder so völlig Drama-Wimpern, sondern eher so Otto-Normalverbraucher. Aber die macht das richtig schön lang, die hält gut, die beschwert die Wimpern auch nicht und abschminken lässt sie sich auch gut. Also was willst du mehr? Gut, L'Oreal, da bleibt dir immer fast das Herz stehen an der Kasse. Aber ich finde, wenn ein Produkt funktioniert, dann bin ich auch gerne bereit, irgendwie da einfach ein bisschen mehr auszugeben. Ich finde die gut. Ich finde das auch immer so wichtig, wie ich vorhin sagte, auch so für Ungeübte oder die sich halt nicht so oft schminken und dann irgendwie einen Anlass haben und man denkt, ey, du hast dich so schick angezogen, jetzt musst aber hier mal ein bisschen was machen im Gesicht irgendwie. Und das sind auch so Produkte, da kommt jeder einfach mit zurecht. Da kommt jeder mit zurecht, weil die einfach so bedienerfreundlich sind. Das ist so der VW-Käfer des Schminkens, ne? Das ist so Volkswagen, das ist Volksschminke für jeden. Und da kommt man mit zurecht und da musst du nicht irgendwie extra nochmal die Gebrauchsanweisung lesen, damit du weißt, wie du die Mascara richtig aufträgst. Sondern das ist eindeutig, das funktioniert wie bei der Mascara, wie bei dem Lidschatten, wie bei dem Lippenstift, der gleich kommt. Den lieb ich total, aber vorher gibt es nochmal ein bisschen was auf die Augen. Und was heißt beziehungsweise unter die Augen. Man könnte das jetzt so sagen, ich lasse das so, das ist für mich in Ordnung. Wer mich länger sieht, weiß, Mutti muss immer was unter der Augen haben. Und da kommt für mich jetzt nochmal der günstig hier, Trended Up, weil er eben wisch- und wasserfest ist, packe ich mir das Ganze einfach an den unteren Wimpernkranz. Man könnte jetzt auch ein Kajal nehmen oder was weiß ich. Ich finde den aber so schön, weil der Braunton passt zu allen anderen. Schwarz wäre mir zu hart. Ich finde, es passt einfach zum Bronzer, zu meinen Augenbrauen. Ne? Das läuft. Das sieht dann irgendwie nicht so, was hat sie denn da, sondern es sieht aus, ach, guck mal, ne? Sieht ja schicki aus. Das ist aber optional, das muss man natürlich nicht machen. Ich finde das aber richtig schön und ich halte mich dabei immer nur so im hinteren Bereich des Auges auf. Man kann das auch ganz bis nach vorne ziehen, wenn man das gerne leiden macht. Das kann man mit Sicherheit tun. Ich fühle mich aber immer nackig, wenn ich da so nichts habe. Ne? Also das ist so persönliches Ermessen. Ich mag das gerne, ich finde das gut. Man könnte sich jetzt noch den kleinen Pinsel hier nehmen und den Bronzer nochmal nehmen und das Loch hier nochmal so ein bisschen vergrößern. Und dann einfach nochmal hier unten drunter gehen und den nochmal so ein bisschen fixieren. Er wird auch ohne dieses Bronzer-Teil jetzt hier, dass ich mir so ein bisschen verblende, aber es verwischt, also ist da nicht so intensiv, wird es sicherlich auch halten. Aber das kannst halten wie ein Dachdecker, da kannst du machen, wie du willst. Aber ich, meistens gehe ich da nochmal unten drüber und dann ist gut. So, dann geht es für mich eigentlich weiter mit dem Lippenstift. Und das ist so, da wurde ich in letzter Zeit so oft angesprochen, weil ich habe euch den schon mal gezeigt bei Instagram. Also ich finde L'Oreal und Avon. L'Oreal und Avon haben die besten Lippenstifte, ist meine Meinung. Die besten Lippenstifte einfach, die es gibt. Die sind haltbar, die sind cremig, die kosten manchmal ein bisschen mehr, die halten sehr, sehr lange und die sind so anwenderfreundlich und immer gut verpackt. Ist, im Grunde genommen ist es ja kackegal. Ne? Aber ich finde es schon wichtig, dass das auch schön ist, dass das gut riecht, dass das gut aussieht. Und das ist so ein... Also man muss es nicht bei allen Lippenstiften machen, aber wenn ich einen langen Tag habe, dann mache ich das ganz einfach. Es gibt auch, blende ich hier nochmal einen von L'Oreal, zu jedem Lippenstift gibt es den passenden Konturenstift. Da muss ich aber sagen, kommt wieder Frau Geizknochen durch, die sind mir dann manchmal echt zu teuer. Wenn ich was in der Art habe, was es auch von Trended Up, von Catrice oder was weiß ich, gibt von Essence, dann nehme ich immer lieber die. Wenn es das jetzt nicht passend gibt, dann bin ich flexibel. Und dann gibt es ja auch immer noch so, du
Kurzsichtige. Wenn du sagst, ich habe jetzt so gar nichts, was dazu passt, dann nimm einfach so einen durchsichtigen hier. Ne? Den kannst du für alle nutzen, dann musst du nicht für jeden Lippenstift den passenden Konturstift haben. Konturstift. So sieht das Ganze aufgetragen aus. Oh Gott, ich liebe den. Ich liebe den einfach. Der hat so eine frische, fröhliche Farbe. Und vor allen Dingen, wenn du einen Look hast, der so clean ist, unaufgeregt ist, also völlig undramatisch ist, kannst du hier mal richtig Gas geben. Das finde ich so toll, das gefällt mir richtig gut. Ich wurde auch oft gefragt, also erstmal erzähle ich euch, welche Farbe das ist. Das ist der Color Rich 110 Made in Paris. Ja, so sieht das Ganze aus. The Golden hier. Richtig cool. Und als Konturenstift habe ich genommen von Rival de Loop 14 Maroon. Dieses hier. Das passt super gut zusammen. Man kann auch ein bisschen heller und ein bisschen dunkler, aber das passt jetzt hier wirklich super gut zusammen. Ich mag den sehr gerne. Er ist nicht glänzend, er ist nicht matt. Das ist so ein Mittelding. Du kannst das auch wunderbar noch mit einem schönen Lipgloss irgendwie noch so toppen. Aber ich finde den so, schon so mega schön. Der passt zu so vielen Farben dazu. Und das ist so ein richtiger Hingucker. Und da wurde ich, wir waren am Wochenende eingeladen von euch, da hatte ich euch versucht, das mal hier einzublenden, den Look, den ich geschminkt habe für die Party, oder es war ein langer Tag, also abends dann auch weiter zur Party, und einfach zu sehen, wie lange das Ganze so hält, das haben wir dann zusammen getestet, also bis kurz halb drei oder so morgens hat das Ganze dann gehalten, also der ist natürlich nicht, ne? Den muss ich mal nachziehen, aber so die Base, das hat super lange gehalten, alles gut. Und da wurde ich ganz oft gefragt, du sag mal, lippenstifttechnisch, was war das? Ich sag, das werde ich euch in einem Video mal verraten. Und den kann ich euch echt nur ins Herz legen. Der passt zu so vielen Frauentypen einfach dazu, zu vielen Looks. Das ist so ein, kannst jeden Tag raufknacken, selbst in der Jogginghose, hau dir das Ding rauf. Find ich mega, mag ich super gerne, ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Da wurde noch gefragt, wie kann ich denn meinen Lippenstift haltbarer machen? Du könntest den ganzen Abend nicht rauchen, nicht essen, nicht trinken, könntest du machen. Dann wird es schon wesentlich länger halten. Viele haben gesagt, du, das hält bei mir 10 Minuten. Nimm dir einfach ein ganz normales Zewa-Tuch oder Kosmetiktuch. Dann nimmst du dir das Puder deiner Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Age Perfect hier. Geh da wieder mit meinem Pinsel rein. Du kannst jedes Puder nehmen. Jedes Puder, was du hast, ob das Fixing Powder, ob das, was weiß ich für ein Puder ist, völlig wurscht. Jetzt muss ich mal kurz einen Sabbel halten. Hältst du hier so rüber und siehst aus wie der Weihnachtsmann. Und dann gehst du hier rüber. Es kitzelt. Nimmst es ab und hast hier natürlich so einen kleinen Kussmund drauf. Und wie bei deiner Foundation hast du jetzt den Lippenstift kaum sichtbar. Also man sieht es ja nicht, dass du es jetzt abgepudert hast. So eine ganz kleine Schicht drauf mit dem Puder. Und so hält er natürlich nicht den ganzen Abend, aber er hält schon wesentlich länger, als wenn ich ihn einfach so drauf mache. Finde ich richtig gut. Wenn du jetzt sagst, so ist das gut, so können wir das lassen, dann gibt es Fixing Spray. Das habe ich vor kurzem euch vorgestellt. Weil ich das richtig, richtig, richtig gut finde. Also an der Kasse habe ich schon geschluckt, ne, weil das schon recht teuer ist. Aber finde ich ein Produkt, was mega, mega funktioniert. Und egal, was du drauf hast letztendlich, fixiert es einfach gut und lässt dich den ganzen Abend gut aussehen, ohne dass du ständig, oh Gott, und ich habe hier und ich habe da. Ich habe beim Essen gekleckert und habe da Tzatziki bis ans Ohr und habe da gewischt und getan. Da war gar nichts los, weil das versiegelt das wirklich super top. Und das war ein super Zusammenspiel. Das hat richtig gut gehalten. Das kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ich würde sagen, schöner Look. Ein paar schöne Ohrringe drinne. Hier oben habe ich immer meinen kleinen Clip drinne. Kleine, schöne Kette. Irgendwie einen völlig unspektakulären, schönen, einfachen, schlichten Ring. Ich finde das einen wunderschönen Look, der mir und mit Sicherheit ganz, ganz vielen von euch richtig gut stehen wird, weil es ist klassisch.
Es ist klassisch, es ist, ich mag auch gerne in Buntleinen oder so. Oder jetzt hier so ein bisschen so, ja, so was Beiges so auf den Augen dazu. Aber manchmal ist, wie man so sagt, weniger einfach ein bisschen mehr. Das ist doch echt ein schöner Look, ne? Ich finde den richtig schön und der ist so einfach. Der ist so einfach und wie ich immer sage, nicht überkandidelt, dass du irgendwo reinkommst und alles sagst, oh, 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 oh.